Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Erfahrungsbericht bzw. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Erfahrungsbericht des TMS bzw. Medizinertests 2022. Ich persönlich habe in Würzburg am 8.5. geschrieben. Hier auch der Beweis. Genau, wollte da jetzt einfach mal meine Eindrücke, meine Erfahrungen teilen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Genau, erstmal zu mir, dass ihr vielleicht besser einschätzen könnt, ob ihr euch mit mir vergleichen könnt oder ob ihr euch viel besser vorbereitet habt oder schlechter. Bei mir ist das Ganze ziemlich spontan eigentlich entstanden, dieser Wunsch, Zahnmedizin zu studieren. Auch dann eben die Entscheidung, dass ich den TMS mache, war dann alles ziemlich spontan. Ich habe circa 3 Monate vorher so das erste Mal in Bücher reingeschaut und habe mir so ein bisschen Strategien zusammengefasst, einfach Notizen gemacht, ey, für die Aufgabe ist es am schlausten so zu trainieren, für die ist, da kann man gar nicht so viel trainieren und so weiter. Übungen habe ich aber noch nicht gemacht. Circa 7 Wochen vorher habe ich dann angefangen, manchmal einzelne Übungen zu machen, vor allem Fakten und Figuren zu lernen, weil ich da eben gemerkt habe, ey, da brauche ich unbedingt Übungen. Ich habe keinen Plan, wie ich das irgendwie schaffen soll. Ich habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich da auf jeden Fall besser drin geworden bin. Habe immer mal wieder so hier und da eine Übung gemacht. Dann eben in der Phase zwischen Einprägen und Reproduktion habe ich dann meistens so ein paar Quanti-Übungen, vielleicht ein paar Schlauchfiguren gemacht. Und das war's aber. So, und das habe ich mal alle paar Tage, vielleicht einmal in der Woche gemacht. Also wirklich nicht oft. Dann eine Woche vorher hat die Panik eingesetzt und ich habe angefangen, mich wirklich vorzubereiten. Ich habe viele Übungen gemacht. Ich habe auch 2 Vormittags- und eine Nachmittagssimulation gemacht, getrennt aber voneinander. Also ich habe nicht ein einziges Mal eine Simulation durchgemacht, habe ich nie gemacht. War mir irgendwie zu anstrengend, ich weiß auch nicht. Genau. Muster zuordnen konnte ich tatsächlich fast gar nicht üben. Ich habe mir nur von einer Freundin Übungsmaterial ausgeliehen und da war Muster zuordnen, hatte sie leider schon alles bearbeitet. Konnte ich nur ein paar da aus einer Simulation was rausnehmen, da aus dem Internet. Wirklich viel üben konnte ich es gar nicht. Figuren und Fakten habe ich, wie schon erwähnt, auf jeden Fall ein paar Durchläufe gemacht. Aber ich habe dann auch relativ schnell, also 3 Tage vor dem Test, habe ich keine Figuren und Fakten mehr gelernt, weil ich eben gehört habe, dass es nicht so gut sein soll, wenn man das dann verwechselt. Also ich habe Figuren und Fakten gerade so gut beherrscht, dass ich einigermaßen in der Zeit mir einigermaßen alles einprägen kann. Grammar und Tabellen habe ich eigentlich null geübt. Ich habe aber auch gehört gehabt, dass da kaum Verbesserungspotenzial besteht. Schlauchfiguren habe ich tatsächlich ziemlich viel geübt. Quanti, so Mittel, immer wieder ein paar Aufgaben. Und die Textübungen eigentlich auch eher wenig. All in all würde ich sagen, ich war nicht unvorbereitet. Aber ich denke, es gibt definitiv sehr, sehr viele Testteilnehmer, die viel, viel besser vorbereitet waren als ich. Bei mir war das eher so ein Crash-Vorbereiten in letzter Sekunde. Genau, jetzt wisst ihr circa, wie vorbereitet ich war. Und jetzt kommen wir mal zu meiner Erfahrung zu diesem Test. Erstmal zum ersten Untertest, Muster zuordnen. Wir hatten ja jetzt dieses Jahr 30 Minuten Zeit, also Zeitverlängerung. Ich fand, die Muster waren alle gut gedruckt, also auf keinen Fall in schlechter Qualität oder so. Aber es gab definitiv einen Schwierigkeitsgrad, also die Muster wurden definitiv schwerer. Und das war meine Meinung, aber ich fand, es hat direkt ein bisschen anspruchsvoll angefangen. Also so wie viele gemeint haben, so ja, die ersten 5 bis was weiß ich, Muster sind Baby einfach. Fand ich persönlich nicht. Das hat mich auch ein bisschen in Panik versetzt, muss ich sagen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach zu wenig Muster geübt habe, weil ich eben auch in anderen Testerfahrungen jetzt schon gehört habe, dass eigentlich die Leute gut mit Muster zurechtgekommen sind. Es war bei mir wirklich was, wo ich echt Schwierigkeiten hatte. War dann auch nicht so ein nicer Start für mich in den Gesamttest, weil ich ziemlich verunsichert war. Genau, ich bin nicht mal ansatzweise fertig geworden mit den Mustern. Ich fand es auch oft schwierig, sich in einem Bild zu orientieren, weil es eben sehr, sehr einheitliche Strukturen waren, mit aber dann doch vielen Details und so. Also ich fand die Muster auf keinen Fall einfach, aber auch nicht unmachbar. Und wie gesagt, ich hatte auch sehr wenig Übung. Medizinisches und naturwissenschaftliches Grundverständnis. Da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass die viele Themen einfach genau wie in den Übungen, die ich gemacht habe. Und ich habe ja echt nicht viele Übungen gemacht. Aber es waren so richtig die Standardthemen mit bekannten Hormonen, deren Wirkungen, Enzymen, Verdauung kam auch dran, dann bestimmte Krankheiten oder so, die man irgendwie schon teilweise so in den Übungstexten eigentlich schon behandelt hat. Die Verdauungshormone, wo wird was verdaut, so Kohlenhydrate, Proteine und Fette.
was man ja schon x-mal in diesen Übungstexten hatte, kam auch wieder im TMS dran. Dadurch habe ich mich direkt so ein bisschen eigentlich comfortable mit den Texten gefühlt und bin ja eigentlich auch immer ziemlich sicher durch. Man musste sehr oft 3 Aussagen prüfen und dann kombinieren, was tendenziell eher die schwereren sind, als wenn man einfach nur eine ausschließen muss oder eine als richtig sehen muss. Es gab sehr viel Kombination, fand ich. Ja, man musste eben meistens auf jeden Fall die Texte verstanden haben, die einzelnen Wirkungen aufeinander verstanden haben, dass man die Aufgaben bearbeiten konnte. Also es war wenig, ja, wie heißt das? Und dann musste man kurz in den Text gehen und schauen, okay, wie heißt das? Sondern man musste schon drin sein. Und ich bin auch tatsächlich durchgekommen bis zum Ende vom Test. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Besonderes war, aber ja, Schlauchfiguren fand ich auch sehr machbar. Es gab eigentlich keine wirklichen Überraschungen oder Bilder, wo ich gesagt habe, okay, hier bin ich raus. Es war nicht komplett einfach. Es waren teilweise schon wirre Knäuel, sag ich mal. Aber man konnte sich meistens an irgendwas dann doch orientieren. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Qualität fand ich teilweise nicht perfekt. Also manchmal ist es mir dann so ein bisschen schwer gefallen, so einzuschätzen, okay, ist es jetzt, soll es jetzt richtig nah sein oder soll es eher so mittelweit entfernt sein? So die Dimension zu erkennen, was ja eigentlich schon sehr, sehr wichtig ist bei Schlauchfiguren, ist mir teilweise ein bisschen schwerer gefallen, aber es war jetzt keine unterirdische Qualität. Nur das ist mir teilweise aufgefallen. Mit den Schlauchfiguren bin ich tatsächlich auch komplett durchgekommen, konnte auch mir danach nochmal ein paar anschauen. Aber ich bin jetzt eben auch nicht bei allen confident, dass ich da zu 100% das Richtige angekreuzt habe. Bin da, glaube ich, eher auch auf Schnelligkeit gegangen. Dann zu quantitativen und formalen Problemen. Ich fand, es war sehr vielseitig. Ich kann jetzt gar keine Aufgabengruppe sagen, die dominiert hat. Ich habe Mischungsaufgaben, Aufgaben mit Potenzen, mit Proportionalitäten, alles Mögliche eigentlich. Dann irgendwelche Logikaufgaben, dann aber auch Aufgaben, wo man irgendwie Einheiten umstellen muss. Das war sehr, sehr vielseitig. Aber generell muss ich sagen, es war eher mehr Rechnen, als jetzt nur Formeln umstellen oder Einheiten oder Logik oder was weiß ich. Sondern ich fand, man musste auch schon sehr viel oft rechnen mit vielen Kommazahlen und so weiter. Zum Beispiel direkt, ich glaube, es war die zweite Aufgabe, das ist mir direkt aufgefallen, weil es ja eigentlich am Anfang leichter sein soll, war direkt so eine ziemlich komplizierte Rechnung mit mehreren Kommazahlen, wo ich dann direkt ein bisschen verunsichert reingestartet bin, weil es schon eine komplizierte Rechnung war. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, seid routiniert im Kopfrechnen mit Kommazahlen und seid allgemein komplett routiniert, alles Mögliche einfach im Kopf zu rechnen, weil man musste definitiv sehr viel rechnen und das auch unter Zeitdruck. Und genau, ich hatte auch nirgendwo jetzt einen kompletten Hänger, wo ich gar keinen Plan hatte, was ich jetzt machen soll. Ich hatte eigentlich meistens einen Lösungsansatz, ob der jetzt richtig war, ob der richtig gerechnet war und so. Bin ich mir nicht immer sicher gewesen. Hab manchmal auch überschlagen, gerundet und dann gedacht, okay, ich nehme einfach das. Also ich bin da wieder mehr auf Schnelligkeit gegangen. Genau, aber ich hatte immer einen Lösungsansatz. Also hatte ich ziemlich Glück, weil es ja schon öfter sein kann, so dass man mal da einfach keinen Plan hat und weitergeht. Soweit ich mich erinnern kann, ist mir das nicht passiert. Und ich bin tatsächlich auch bei Quanti. Zwar knapp, aber ich bin komplett durchgekommen. Kommen wir zum zweiten Testteil. Figuren und Fakten lernen. Die Figuren waren okay. Es waren nicht nur Volleybälle. Es gab schon so ein paar Umrisse, die sich dann eben teilweise wiederholt haben. Also es gab so 4, 5, vielleicht 6 Grundstrukturen, die sich aber dann eben innen unterschieden haben. Relativ ähnlich innen oder halt sehr einfache Strukturen innen, wo es dann einfach nur irgendwie ein Quadrat war oder so. Sehr einfache Form, wo man jetzt nicht sagen kann, ey, das ist ein, keine Ahnung, Staubsauger oder so. Sondern es waren immer sehr einfache Formen. Da saß ich dann echt so und musste mir irgendwas aus der Nase ziehen, was es jetzt sein könnte. Ich hatte sehr wenige so direkt so, ey, das ist das oder so. Weil ich eben die Formen dann doch nicht so einzigartig fand. Es war aber auf jeden Fall machbar. Ich habe dann auch zu jedem so irgendwas gefunden, auch wenn es teilweise echt keine guten Eselsbrücken waren. Ich denke, in der Reproduktion habe ich auf keinen Fall 100%. Teilweise habe ich mir auch die Formen gemerkt, aber dann habe ich mir nicht die Eigenschaft dazu gemerkt, was davon jetzt das Schwarze ist. Und dann habe ich zwar die Form erkannt, so, ey, ja, das war die Eselsbrücke, aber was davon war jetzt schwarz? Und das war so dumm. Naja, kommen wir zu Fakten lernen. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich gemerkt, die wollten einem eins reindrücken. Ausländische Namen, da war dann sowas wie Garcia und Juarez und was weiß ich. Es gab dann aber auch wieder leichtere Namen. Zum Beispiel gab es einmal kurz, lang und eng oder so. Da konnte man sich dann natürlich irgendjemanden, der richtig lang ist und groß oder sowas vorstellen und einen, der mega klein und kurz ist. Aber es gab eben auch schwierigere Namen. Krankheiten und Eigenschaften kamen super oft doppelt vor. Ich hatte teilweise schon schwierigere Simulationen gemacht, wo teilweise einzelne Eigenschaften doppelt vorkamen.
Aber ich muss wirklich sagen, beim TMS unheimlich oft kamen Fakten doppelt vor. Plus, es gab unheimlich viele Fachbegriffe. Da stand jetzt nicht einfach Schnupfen oder Schlaganfall oder so, sondern da stand dann sowas wie Morbus Cushing oder Hypothyreose, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. So Fachbegriffe, wo man dann echt irgendwas sich schnell einfallen lassen musste. Zum Beispiel bei Morbus Cushing ist mir irgendwie ultra schwer gefallen. So, was stelle ich mir da jetzt vor? Oh mein Gott. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mir einen Bus vorzustellen wegen Morbus. Aber es ist mir auf jeden Fall schwerer gefallen. Plus dann in der Reproduktionsphase. Es war ja schon schwierig, sich das Ganze einzuprägen. Und man hat dann auch so ein bisschen gehofft, okay, aber sie fragen das jetzt nicht alles so genau ab. Doch, sie haben dann genau den Finger in die Wunde gesteckt und haben genau sich immer auf diese doppelten Fakten bezogen. Haben dann gefragt, ey, die Patientin mit dieser Eigenschaft, was ist die und die? Oder der jüngere Patient, der Morbus Cushing hat. Also die Fragen wurden dann immer noch an eine Bedingung gekoppelt, um diese doppelten Eigenschaften abzufragen. Fand ich persönlich nicht so nice, ein Untertest. Dann zum Textverständnis. Die Themen waren Impfung, Adipositas und dann diese Fetthormone wie Ghrelin, Insulin, Leptin, was weiß ich, Cortison und Nervengifte. Alle Texte fand ich eigentlich ganz okay. Man musste sich halt reinlesen, man musste sich auch eben Überblick verschaffen. Es waren immer irgendwelche Ketten, das wirkt auf das und das wirkt dann wieder auf das und das hemmt das. Also erstmal wurde diese ganze Funktion beschrieben. Am Ende gab es dann oft noch so ein paar Krankheiten, wo dann das oder das gehemmt wird. Und dann musste man das Ganze kombinieren. Wahrscheinlich auch nichts Neues, genau. Und nur bei dem letzten Text mit den Nervengiften, den fand ich eben ein bisschen anspruchsvoller, weil da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Gifte, die alle verschiedene Dinge gemacht haben. Und dann gab es wieder 10.000 Tiere, die wieder 10.000 verschiedene Gifte in sich hatten. Und man war die ganze Zeit einfach nur auf der Suche nach dem bestimmten Fachbegriff. Und es war die ganze Zeit einfach nur eine riesige Suche. Unlösbar war es eben auch nicht. Hat nur ein bisschen Zeit gekostet. Und auch bei Textverständnis bin ich komplett fertig geworden mit allen Texten und konnte dann auch nochmal im Nachhinein nochmal drüber schauen. Kommen wir zum letzten Untertest, Diagramme und Tabellen. Grundsätzlich war es viel Rechnen, viel auch kompliziertere Diagramme mit langen Einleitungstexten, komplexen Zusammenhängen. Ich bin persönlich eher auf Masse der Aufgaben gegangen, also hier wieder. Teilweise habe ich es nicht eingesehen, das jetzt auszurechnen, habe es einfach nur ein bisschen überschlagen und dann eine Antwort genommen, die eben am nächsten war. Bin dadurch dann eben auch bis zum Ende gekommen, aber ich muss schon echt sagen, es war schwer und bei vielen Aufgaben bin ich mir unglaublich unsicher. Aber ich bin dann eher mit dem Mindset rangegangen, ey, ich kreuze jetzt irgendwas an und gehe zur nächsten, bevor ich jetzt Ewigkeiten an dieser Aufgabe hänge. Also ich bin bis zum Ende durchgekommen, aber mit Sicherheit mit unglaublich vielen Fehlern. Ja, muss man immer schauen, welche Strategie man da eben wählen will. Das war's. Besonderheiten, die mir noch aufgefallen sind, es wurden fast allen die Feinliner abgenommen. Man durfte also wirklich nur mit einem Bleistift rein und Textmarkern und sowas wie Spitze oder so. Alles andere, was schreiben kann, wurde einem abgenommen tatsächlich. Ansonsten hat es mich ein bisschen verwirrt, dass der immer die Testansagen gemacht hat, während dem Test einfach die ganze Zeit ins Mikro gehustet hat. Also so voll oft während dem Test einfach so richtig laut ins Mikro, durch die ganze Halle dann. Teilweise haben auch Uhren gepiept, wo ich mir so gedacht habe, macht irgendwer was dagegen? So, die Uhren dürfen nicht piepen, aber okay. Ansonsten, es war ein sehr anstrengender Test, aber er ist auf jeden Fall machbar. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe ja jetzt bei vielen Aufgaben gesagt, ich bin durchgekommen. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich jetzt genau in so einem Areal saß, aber zum Beispiel die neben mir war sogar noch schneller. Also die war eigentlich, ist auch meistens durchgekommen und sogar noch schneller als ich durchgekommen. Und ich glaube, die ist sogar bei den Mustern durchgekommen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es tendenziell einfach so dieses Jahr war, dass viele durchgekommen sind oder nicht. Bei mir war es eben bei vielen Übungen so. Und jetzt die neben mir auch. Andererseits habe ich dann wieder mit einer anderen geredet, die nicht so ganz durchgekommen ist. Also das weiß ich nicht so ganz. Ihr könnt ja gerne, falls ihr mitgeschrieben habt, in die Kommentare schreiben, wie es bei euch war, wie ihr die Aufgaben fandet, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und falls ihr noch weitere Fragen habt zum Test oder irgendwie was ihr mitbringen sollt, auf was ihr achten sollt oder so, könnt ihr auch alle in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das hat jetzt dem einen oder anderen geholfen. Und genau. Tschüssi.